Hallo Freunde und willkommen zurück zu Miasma Chronicles, wo wir in der letzten Folge das Weiße Schloss erreicht haben. Und entgegen meiner Erwartungen, es scheint wirklich halt einfach ein weißes Herrenhaus oder ein großes weißes Haus zu sein. Und nicht eine Niederlassung der Fastfood-Kette White Castle. Hätte ich sehr witzig gefunden. Da unten sehe ich einen Wirbel. Ich nehme an, da finden wir dann Tragul. Erstmal gucken wir uns hier in diesem Haus noch ein bisschen um. Frösche scheinen hier keine mehr zu sein. Die da draußen haben wir alle fachmännisch nacheinander auseinandergenommen. Bis auf so zwei, drei Gegner, die wir halt dann richtig bekämpfen mussten. Okay, hier liegt Lore. Gefangen. Es bewegte sich schnell wie ein Waldbrand, umzingelte die Gebäude, konnte nicht sehen, wo es als nächstes hinging. Aber hey, keine Sorge, wir werden wohl erstmal hier bleiben. Wir haben viele Bücher und sogar Wasser. Wir warten einige Tage ab und ziehen dann weiter. Da draußen muss es andere geben. Ich denke mal, mit S war das Miasma gedacht, gemeint. Okay, da komme ich. So komme ich dahin. Wollen natürlich hier nichts liegen lassen, weil wir können es brauchen. Da hinten habe ich was lilan schimmern sehen. Da auch nochmal. That's rare, super rare. Fadenkäse. Also Cheese Strings. Essbare Käsereste lassen sich nur schwer von lebenden Tieren, insbesondere Bullen, gewinnen. Das macht sie zu einer sehr teuren Ware. Außerdem neigt er dazu, nach einer Weile zu schimmeln und schleimig zu werden. Dieser tragbare Käsespender ist also etwas ganz Besonderes. Ja, wieso kann man nur keine Milch von Bullen gewinnen? Also keinen Käse. Das ist ja ganz komisch. So, hier hatten wir noch Plastik. Da hinten hatte ich aber noch was schimmern sehen. Da will ich mal als erstes hin. Hier haben wir noch so ein Lagerfeuer, ob wir uns da wieder dran setzen können. Tasty. Ah, ein Altimeter. 10% kritische Chance hinzu, wenn wir aus höherer Lage schießen. Ein Visier, das von der Waffenschmiede Syntec hergestellt wurde. Das Altimeter funktioniert besonders gut, wenn es von einer höheren Lage verwendet wird. Das hat irgendwas mit der Gravitation und der Erdrotation zu tun. Die genaueren Einzelheiten lassen wir dich selbst herausfinden. Okay. Also ja, ich nehme es mit, weil macht sich gut. Ich kann nicht interagieren. Aber gut, vielleicht wenn wir Dingens hier gekillt haben. So, da oben ist der erste Gegner. Von dieser sehr großen Gruppe wahrscheinlich. Es sind zwei. Ja, da hinten ist er. Das Problem ist, dass wir wahrscheinlich nicht die Speer hier ausgeschaltet haben. Erst F, dann 2. Ja, das wird der Schildbrecher aber bemerken. Und den Schildbrecher ausschalten. Vielleicht den Schützen hier. Speer? Nein, auch nicht. Die Schildbrecher entsprechend brauchen wir auch nicht versuchen. Da hinten kommt er übrigens angelatscht. Das ist nicht gut. Tragul Chak Kruk. Na, dann werde ich, glaube ich, erstmal versuchen, da unten möglichst viel Schaden anzurichten. Ich glaube, das ist sicherer. Nee, an die Waffe komme ich nicht ran, ohne dass die mich bemerken. Ja, ich weiß. This way. Na gut, dann versuchen wir erstmal
hier hinten lang zu kommen und irgendwie was. Gut, da liegt noch ein Roboter, den würde ich jetzt vielleicht gerade erstmal liegen lassen. Ich hoffe, dass ich nach dem Kampf dran denke, mir anzuhören, was der zu sagen hat. Wie toll doch Allison war, wahrscheinlich. Oder ist, oder was auch immer. So, das sind da vorne, glaube ich, zwei Waffenmeister, oder? Oder ist das ein Schütze, beziehungsweise ein Speer und ein Waffenmeister? Na, wir werden es rausfinden. Ich sollte auch mal ein bisschen mehr gucken, wo ich hinlaufe. Nicht, dass ich aus Versehen einfach in den Frosch reinrenne. Zu viel. Also, Jade hat leider nicht genug Wut, als dass wir den Hexendoktor einfach ausschalten können. Und sie wird auch nicht genug holen, glaube ich. So, wir versuchen jetzt erstmal den Speer da oben auszuschalten. Alarmiert auch keinen. Dann den Setzling. Ich brauche es nicht, aber ich will garantiert den Crit haben. Einfach für die zusätzliche Wut. Da hinten ist noch ein Schädelbrecher und ein Hexendoktor, die sich auch gegenseitig decken. Den Schädelbrecher da unten könnte ich halt vielleicht noch bekommen, ohne dass der Rest aktiv wird. Hm. Okay, also Dingens läuft hier auch richtig rum. Das ist nicht gut. Auch hier wieder, ich will den garantierten Crit haben. Was ich versuchen kann. Jade sich hier hinstellt. Dann starten wir den Hinterhalt, schalten den Speer aus. Und Dix mit dem Tackle. Den Schädelbrecher. Schade, es hat nicht funktioniert. Finde ich nicht gut. So, Jade darf nachladen. Elvis. Kommt halt jetzt gerade an keinen ran. Das wäre dumm. Stay right here. Brauche auf jeden Fall den Rüstungsschuss, also den Rüstungsvernichter mindestens einmal auf ihn, am besten zweimal. Aber das würde halt bedeuten, dass er sehr lange lebt, was auch mir nicht gefällt. So, aber den Speer und die beiden Schädelbrecher, die sind ja kein Problem. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Gucken, ob er so beide anschießen kann. Kann er. Immerhin haben wir mehr als 50% Crit-Chance. Okay,
Okay, dann kann ich den nämlich ausschalten. Auch wenn er dann keine richtige Munition mehr hat, aber hey. Okay. Oder ich lade einfach dann noch nach dem Kill. So. Jade. Tun wir Elvis. Kann schon mal das machen. Und dann setzen wir den Plasmaschuss auf Tragul. Er ist immun gegen Feuer. Das ist nicht gut. Oh, shit, kann der Typ springen. Muss man ihm lassen. Respekt dafür. Problem ist, wir müssen natürlich aufpassen, dass die Hexendoktoren nicht anfangen, den zu heilen. Autsch. Und natürlich fängt der Hexendoktor an, ihn zu heilen. Okay, Jade, einmal nachladen, bitte. So, das sind leider nur 35% Crit-Chance. Und das reicht nicht. Aber okay. Ja, wir stellen uns mal hier hin und schießen einfach auf den Hexendoktor. Fällt mir ein, ich habe natürlich vergessen, die Modifikationen von den Waffen zu nehmen. Und entsprechend habe ich auch zum Beispiel seine neue Schrotflinte nicht modifiziert. Das sollte ich dringend nachholen. Der Hexendoktor. Ach, natürlich. So. Elvis, geht bitte erstmal hier hin. Die Elektrokette kostet nichts, springt aber, glaube ich, nicht bis zu denen über. Schade. Das geht. Check this out! Jetzt ist die Frage, kriege ich den Speer mit garantiert getroffen? Yes. Hä? Der wurde doch angezeigt, dass ich den treffe. Willst du mich jetzt verarschen? Er ist immun gegen Rückstoß, ne? Ja, gegen Verwurzeln, gegen Feuer, gegen EMP und gegen Gedankenwurm, was auch immer das ist. Der hat außerdem eine 50% Chance, gegen Menschen zu kritten, möchte ich mal anmerken. Ich meine, glücklicherweise ist Dix kein Mensch, aber trotzdem. Nachladen. Sie ist zumindest in halber Deckung gegen ihn. Mehr kann ich leider von hier aus nicht erreichen. Und solange der Waffenmeister da unten... Nö, bin ich Gegenkumpel.
I'm right here, dipshit. Come and get me. So, wir halten einfach weiter drauf. You cannot kill me. Dann Dix geht mal bitte in volle Deckung und nutzt eben ein Medipod für sich selber. Juiced up and ready to rock. So, und Jade kann dann jetzt nachrücken und nachladen. Lauf doch nicht immer so weit weg, Kumpel. Was ist denn dein Problem? Das zählt halt alles als Sprint. Jade ist hier halt schon in Deckung. Das zählt nicht als Deckung von der Seite aus. Okay, Dix, möchtest du... Ja, wobei, nee, der ist immun gegen... Der ist immun gegen Rückstoß. Das heißt, ich kann ihn selbst mit einem Klopfer, kann ich ihn halt nicht aus der Deckung schubsen. Ich kann aber... Mal. Hold your horses. Damit sollte ich ja theoretisch auch das Fass in die Luft jagen. Ja, ihm geht ein Feuerschaden, aber... So, wir nehmen mal die Crit-Chance mit drauf. Erledigt. Ja, und damit ist nur noch der Schusswaffenmeister da hinten und vor dem habe ich jetzt gerade wenig Angst. Vor allem, wenn er nicht rankommen will. Hat Elvis sogar für den noch einen Rüstungsvernichterschuss. So, ich gehe mal nach hier unten. Einfach, dass ich dann auf der gleichen Ebene wie er bin und entsprechend den Overwatch nutzen kann. Den ganzen Loot holen wir uns logisch erst nach dem Kampf. Jade, gehst mal hier hin. Für die erhöhte Position bleibt sie auch hier oben. Geht. Dann einmal den Rüstungsvernichter. Dix mit einem Na, Dix sprintet einfach hier vorne hin. Und Jade muss nicht nachladen, also... So, der wird jetzt auf Dix schießen, ne? Okay. Aber das ist kein Problem. Er ist gleich tot. Ja, sie musste jetzt leider doch die erhöhte Position verlassen, aber hey... So, Dix stellt sich ein bisschen weiter weg hin, dass er nicht aus Versehen noch Jade trifft. Und das war's. The frogs are running scared! We did it! If we live to be 100, there won't be another day like this one. God damn! Your town owes me. Big time. Ja. So, erstmal anpassen. Ah, ich habe die Dingens mitverkauft. Verdammt. Das wusste ich nicht. Da habe ich halt auch nicht dran gedacht, sage ich, wie es ist. So, du könntest...
Ja, Magazingröße, warum nicht? Da haben wir nichts mehr. Ja, da muss ich demnächst nochmal welche kaufen. Das ärgert mich. Aber ich hoffe, wir haben trotzdem zumindest dafür Plastik bekommen, sonst wäre es richtig assi. This spot was made by the originals. I'll try to jack in. So, war das As ein long as the Hausdiener? roots are intact, we can save the rhododendrons. The azaleas, however, Okay, nee, es state ist your purpose. ein Gärtner. I am Mr. Green, the gardener of this estate. What's an estate? This garden is my private place of work. If you excuse me, I have flowers to prune. An estate is some rich person's house. I will place my thoughts on these azaleas as you chatter away. I hope you don't mind. Ah, ich sehe hier keine Azaleen, aber gut. Könnte es hier ein bisschen Farn ausrupfen. History accessed. Who did you work for? My employer, Miss Lexi Varley of the Georgia Varleys. What did she do? I mean a great deal to this house. I'm very important. That's great. What did your employer do? Very well, sir. I'm afraid you're stepping on the tulips. Could you step aside, please? Ah, der spuckt halt nicht viel aus. Aber gut, er ist auch nur der I have been Gärtner. created by the loving hands of Edison. We care, we share, we illuminate America. Ja, gut, also Thanks for your time. alles wie immer das Gleiche. Okay, dann haben wir da oben noch einiges zu looten. Unter anderem, ich glaube, sein Schädel. Plus, da war noch mindestens eine Waffe. Und ich will wissen, was es ist. Und ich hoffe, dass es was Gutes ist. Ich hoffe, dass es was Schallgedämpftes ist. Was machst du da? Priorität Nummer 1. Die This sieht looks nicht good. schallgedämpft aus. Der große Frogger. Level 1 Sturmgewehr. Macht 60 Schaden, 100% Krit 100 kritischen Schaden, 11 Reichweite, 3 Munition. Stößt Gegner zurück. Tragul-Chakruks charakteristische Waffe. Der Kern der Waffe ist ein mit menschlichen und tierischen Knochen verziertes Patriotengewehr. Dix, ich habe eine neue Zweitwaffe für dich. Sehr gut. Plastik. Damn, sweet loot. So. Kopf von Gavrak Ruk. Der Kopf von Traguls Ex-Partner. Verliehen als Teil der Scheidungsvereinbarung nach einer sehr chaotischen Scheidung. Wenn man ganz genau hinschaut, zucken die Augen immer noch. Okay. Das war also ein Schatz. Auch was Neues. Ich möchte anmerken, so eine Scheidung würde ich mal von abraten. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir uns hier eine neue Miasmakraft holen können. Na komm. I'll never get used to that. Wir haben den Ruf des Schnappers bekommen. Beschwöre einen Schnapper-Hexendoktor. Durch geschickte Manipulation des Miasmas kann man selbst den Geist und den Instinkt von psychisch äußerst stabilen Menschen täuschen. Wendet man diese Logik auf den einfachen Verstand des Schnappers an, der nur seinen Stamm in dieser rauen Welt unterstützen will, kann man diesem die De Drecksarbeit erledigen lassen. Man könnte beinahe Mitleid bekommen. Beinahe. Kann der mich dann auch heilen? Warte mal. So. Ich weiß halt nicht, wie das funktioniert. Aber okay, der Dieb funktioniert nicht darauf. Schade, das wäre witzig gewesen. Ah, es kostet halt 100, ne?
Nee, warte mal, Moment, der Dieb war ja auch hier einer. Ja, steht Plastik von Zielen. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Wenn er uns dann auch noch zwischendurch heilen kann, ne? Holy shit. Dann könnte es sein, dass wir gerade die beste Miasma-Kraft gefunden haben, die wir finden können. Okay. Wir haben hier hinten alles, würde ich sagen. Wir sind auch wieder kurz vorm Level-Up. Aber wir haben... Gut, wir haben auch den Schatz gefunden. Aber wir haben nicht die Karte gefunden, um in den einen Raum reinzukommen. Die fehlt mir noch. Wir haben auch scheinbar hier unten noch einiges übersehen. Vielleicht auch die Karte. Ah, guck mal, da ist ein Raum, wo Dick sich reinbrechen muss. Guck gleich mal nach. Was ist das denn hier? Froschleich. Stinking frog eggs everywhere. They want to take over this country. So, und hier noch eine Glasflasche und die Garagenkarte. Eine Schlüsselkarte, auf der denk auch daran, die Fenster zu schließen, geschrieben steht. Yes. Okay. Hier ist sonst nichts mehr. Hier auch nicht. Dann gehen wir jetzt noch die Garage öffnen. Und können dann dem Bürgermeister erzählen, was für einen tollen Job wir getan haben. In der Hoffnung, dass der noch ein paar Infos für uns gefunden hat. Und da drin ist auch noch was zum Aufheben. Yep. Signalboost vergrößert die Wirkungsreichweite um 20%. Langstreckenverbindungsbooster für Elemente, die über einen Manipulatorhandschuh verbunden sind. Die erweiterte Reichweite ist seitlich am Chip angegeben. Das Signal kann auch eine vernachlässigbare Mikrowellenleistung erzeugen. 80 Plastik, ui. Das schmeckt. Da liegt noch ein bisschen Plastik. Okay, das heißt, wir können jetzt zu Hattie die... Rinder abgeben und dann dem Mäher Bescheid geben. Außerdem noch mehr Froschleich. Jo. Kurz noch da hinten in das Haus gucken. Ich glaube, da konnten wir eben, oder haben wir zumindest nicht reingeguckt, glaube ich. Da braucht man nämlich auch schon wieder Dicks für. Also, hepp. Splittergranate zurückkommen und noch eine Glasflasche. Jetzt will mich das Spiel aber verwöhnen, oder? Gut. Würde ich sagen, das war's mit White Castle. Auf zurück nach Sedentary. Dann erstmal, wie gesagt, Hattie einen Besuch abstatten. Trouble in the mine. Trouble in the streets. Look at all this my asthma seeping through the ground. This town is done for. It's over. Nothing's over. Let's talk to the mayor. Ah, sieht richtig gut aus. Help him, please. Ah, gerade schwierig. That's in Lombardship Day. Someone's in trouble down there. Thank you for this lovely tree bark. This will be a boon for the town. Namaste. Namaste, my butt. Your trees almost killed us. The miasma has a wicked sense of humor, huh? Here's your reward. Die nehmen wir gerne aus dem Setzlingseher. Hattie schien überhaupt nicht überrascht, als wir ihr von den Flüsterern erzählten. Jedenfalls haben wir ihr die Rinde besorgt, damit sie ihre Medizin brauen kann. Ich frage mich nur, wer ihr Kunde ist. Nicht der Bürgermeister. So viel steht fest. Bei dir können wir keinen Punkt ausgeben. Bei dir können wir auch keinen Punkt ausgeben. Wir könnten höchstens... Ich glaube, bei ihm ist Immun gegen Rückstoß gar nicht so verkehrt. Jade.
Nee, wie gesagt, ich sehe den Reiz von dem Kampfschrei nicht so wirklich, weil wir halt oftmals. Ja, wobei. Es kostet halt eine Aktion. Ja, wir versuchen es mal. So, dann Bertha, ich bräuchte vielleicht noch mal ein, zwei Modifikationen. Well, don't just stand there. Buy stuff. Kryptit, Fernkampfkumpel, den hätte ich nämlich gerne wieder auf der Schrotflinte. All yours. Und das erzeugt Wut, mehr Schuss im Magazin, mehr Schaden, mehr Crit-Schaden. Ich muss mal gerade kurz Keep your gucken, eyes on was out there. hatte Jade. Muss mal. Es klingt halt komisch, eine Schrotflinte mit Reichweite auszuschalten, aber dadurch, dass die halt diesen in einem Bereich trifft, ist das halt schon echt gut. Jade, was hast du denn drauf? Kritischen Schaden um 20 erhöht, okay. Gut. Sonst hätte ich ihr das nämlich noch gegeben. Er ist nur ein fucking Kopf. Was soll er machen, außer reden? Whoa, 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 Mayor, it's us. Ah, Elvis. I did it, boy. Cracked open the first family data drive. All their precious secrets are spilling out. And my God, boy, my God, this stuff will change my world. I mean, our world. Just tell Kazakov to lower the gun. I know, I know. You want the locations of your precious vortexes. Oh, it's too late for that. What's wrong with you? My asthma's seeping through the ground. You think I don't know that? Our miners dug too deep, found a miasma vortex, a big one. Now it's spewing like some angry volcano. Not a goddamn thing can be done against the miasma. Never A was. wise man said to me, if you don't project power, someone's gonna take it from you. Mayor, more than ever, we need your power. Tell us what to do. I'll get you your damn vortexes. Just need more time. Now buzz off. Let's go. Nothing more to say to this D-bag. Ja, aber die 7500 Erfahrungen nehmen wir gerne mit. Was auch immer der Bürgermeister im dauerhaften Laufwerk der First Family gesehen hat, hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Es hängt von uns ab. Wir haben die Stadt schon einmal gerettet. Das schaffen wir wieder. Bin ich optimistisch? Ich würde sagen, wir müssen in die Mine gehen. Jarhead lost his head. We're gonna go down Shaft A and stop the miasma. You lose your head too? I trusted you this whole time, Jade. Now it's time to trust me. We killed Traegel. We stopped the invasion. If anybody's gonna save the town, it's us. Na? Ich will mal kurz gucken, ob es hier irgendwas gibt. Hey, Faye told me you guys were in total wastoids. Well, that's awesome. I'd offer you a shop discount to show you my appreciation, but you know, the recession and all. Welcome to my shop, filled with treasures from the darkest corners of America. Yeah. Why did the thievers lock you up? They gone full on loco, man. Paranoid. They think I'm stealing from them. Are you? Well, yeah, but they're stealing from sedentary. So I'm just giving the goods back to the people. For a price. Man's gotta do something to feed his daughter. Listen, these thievers are an army of ex-cons, robbers, and rejects. Miasma's turned their brains to mush. You do not want to tussle with them. Zu spät. What do you know about controlling the miasma? More than you do, apparently. You've been trying to figure out that glove for a long time. Have no fear, Uncle Vice is here. This just my girlfriend will turn your life around. Ja, das haben wir schon festgestellt. Ich will aber mal gucken, ob du irgendwas hast, was die KW-Kosten reduziert. Ich befürchte nicht. Doch hier. Reduziert die
Level 20 Wucht ist natürlich auch geil. Aber 10 Dingens reduzieren ist schon nice. Yep. Ich gerne. Außerdem hat er noch Kraftkerne. Rüstungswert. Warum steht da Medipods heilen 30 Lebenspunkte zusätzlich und Heilungsmenge 50? Ich frage lieber nicht nach. So, nur noch den KW-Umkehrer rein, dann kostet es nämlich nur noch 90. Sehr gut. Dann auf in die Mine. Wie kommt das nur? So. Wo ist denn der Mineneingang? Da hinten. Macht Sinn. Everybody, just hold on. The air down there could be toxic. Let's think this through. Ah, zu spät. Hey, Clancy. Hey, you crazy fools! Get out of here! No can do, Foreman. We gotta plug that shit up. You wanna help? Ask the mayor what his goddamn plan is. The mayor lost his mind, Clancy. This data drive he jacked into, it like made him... No, I don't want to hear this. I'm gonna go see him. Mach das. Wir gehen in die Mine. Erstmal angucken. Coming up from the mine. Na dann, let's go. Kann ja nur schief gehen. Aber ich würde sagen, die Mine erkunden wir. Oh, Flüsterer. Which plane of hell is this? My asthma's spitting out monsters left and right. We gotta deal with them. Mhm. Aber dem Ganzen nehmen wir uns in der nächsten Folge in Ruhe an. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ciao, Freunde.